Wir werden, bevor wir das Gesetz wirklich aufnehmen, erst noch mal überprüfen, was es eigentlich heißt. 3 mal 3 mal 3. Und stellen fest, der Faktor kommt eigentlich wirklich insgesamt vor. Es wäre auch so gegangen, dass ich 2 Drittel und das hoch 3 nehme. 2 mal 2 mal 2 ist 8 und im Nenner 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist 27. Hier war das deshalb nicht so überzeugend, weil das keinen Vorteil bedeutet. Also das hättest du auch so ausrechnen können. Aber hier habe ich mir ein Beispiel ausgedacht, das dir zeigt, dass es manchmal ganz günstig ist. Wir könnten also nach unserer Vorstellung minus 5 durch 2,5 in die Klammer schreiben und dann erst hoch 2 nehmen. Und bei solchen Beispielen sieht man sehr deutlich, ich könnte also hier 5 durch 2,5 wäre in der Klammer minus 2, weil sich das gerade ergänzt, ein Vielfaches davon ist, hoch 2. Und das lässt sich oft leichter ausrechnen. Minus 2 mal minus 2 ist plus 4. Natürlich hättest du es hier auch hinkriegen können. Minus 5 mal minus 5 ist 25. 2,5 quadrieren und dividieren. Aber du siehst, eigentlich ist es manchmal bequemer. Und schon für die paar Mal rechnen, wo es bequemer ist, lohnt sich eigentlich, das Gesetz genauer kennenzulernen. Ich habe noch ein paar Beispiele für dich. Jetzt habe ich ein paar Beispiele rausgesucht, die dich hoffentlich überzeugen. 17 hoch 3 geteilt durch 34 hoch 3 ist recht umständlich. Wenn ich jetzt dieses Gesetz anwende, dass ich also den Quotienten in die Klammer schreibe und dass der gleiche Exponent für beides gilt, dann sehe ich nämlich, dass 17 durch 34 zu kürzen ist. Also einmal, zweimal. Es bleibt also übrig 1/2 hoch 3. Und das machst du doch auch locker, indem du weißt, 1 hoch 3 ist 1 und 2 hoch 3, 2 mal 2 mal 2 ist 8. Hättest du das hier sofort gedacht? Ich denke, nein. Ein weiteres Beispiel soll das belegen. Hier weißt du jetzt schon, wir schreiben 15 durch 3, das Ganze hoch 4. Ehe wir 15 hoch 4 rechnen, geteilt durch 3 hoch 4, kürze ich erstmal 15 mit der 3 und erhalte 5 hoch 4. Na, das ist doch viel einfacher. Jetzt kann ich rechnen 5 mal 5, das wären 5 hoch 2, sind 25. Und 25 mal 25 sind 625. Okay? Und nur noch eins mit Variablen. Da möchte ich doch jetzt trotzdem erstmal das Gesetz anschreiben. Wir haben also jetzt gelernt und wollen es anwenden, dass auch ein Quotient a hoch m durch b hoch m zu schreiben ist als Quotient a durch b hoch m. Denkst du noch dran, was wir hinzufügen müssen? Richtig, für b ungleich 0. So, dann lass uns mal das gleich hier anwenden. Wir schreiben also den Quotienten x, y durch y hoch 2p und stellen fest, dass sich das kürzt. Dann bleibt übrig x hoch 2p. Gefällt dir das gut? Ja.